Das war cool. Das muss man sagen. Das war jetzt wirklich cool. Zwei auf einmal. Das war blöd. Im Vergleich zu anderen Mario-Spielen gelten die Münzen, glaube ich, hier, in diesem Spiel, rein als Energiequelle. Also nicht irgendwie als, ja, wegen 100 Münzen und so, sondern hier in dem Spiel ist das so... Ach, da hinten ist noch einer. Dass die Münzen tatsächlich rein als Energiequelle, ja, gehandhabt werden. Oh Mann, jetzt komm, triff den nochmal. Treff ihn. Oh Mann, wie treffe ich den gescheit? Das ist mir zu gefährlich. Na, Versprung ist vielleicht besser. Muss er jetzt hin? Da hinten. Muss aber auch gerade irgendwie sagen, auch Buhus brauchen manchmal Urlaub. Ich sah mir die seltsame Öffnung im Totenkopfpfahl an. Und plötzlich sind dort Geister aufgetaucht. Das war gruselig. Aber warum sind die Geister? Warum sind diese Geister hier? Alles zu seiner Zeit. Ach, ja, Mario, du bist so schlau und springst natürlich voll Kanne über die Plattform. Mann, oh Mann, lauf doch nicht ständig runter. Ich drehe die gleich noch. Ich mache die gleich nochmal die Plattform. Ja, ist mir lieber so. Och man, Mario! Verdammte Scheiße! Dieser Klempner ist so degeneriert manchmal. Haha.
Ja, lieber den Rückwärtssprung, bevor irgendwas da schief läuft. Eigentlich klappt das auch so, ich brauche eigentlich auch kein Wasser dafür, weil ich sehe die ja schon eigentlich auch so. Ah, das genaue Auge erkennt die halt schon auch so. Wenn die da so... Ah, ich glaube, da kamen die raus, die Geister, aus diesem komischen Pfahl. Okay, ich glaube einfach nur alle Geister besiegen, oder? Oder war das jetzt was anderes? Ach du Scheiße, nein, es war sowas. Ich habe mich komplett getäuscht. Oh, von wegen Geister besiegen, das war sowas gewesen. Och, nee. Na, klasse. Es war sowas gewesen, na super. Na gut, jetzt weiß ich es wenigstens, aber... Ach, dumm! Ich hätte raufspringen sollen. Ich wusste jetzt echt nicht mal, dass es sowas war. Na gut, ich sehe jetzt. Ah, ich hab. Ach so, das war ja sowas, stimmt ja. Hier muss man so eine Wand für einen Walljump sich schaffen. Jetzt kam da so eine Sandpassage. Meine Güte. Ach, gut. Hä? Was war denn das jetzt? Das ja nochmal eigentlich. Achso, Moment, muss ich mich vielleicht. Ach du Scheiße, ja, es war sowas. Oh Mann, fuck!
Oh, und das war kurz vor Ende. Das sind die Parawelten. Wenn du einen Fehler machst, dann war's das. Das ist so typisch für die Parawelten. Okay, die Passage geht schon mal. Dann kam gleich die Sandpassage. Da muss ich aufpassen. Das ist nämlich schon die erste Passage, die gefährlich werden kann. Das... Ja, das meine ich damit. Versuch's mal so. Ich denke, zerstören. Ach so, die kann man zerstören. Ich bin froh, dass die Hitbox von diesen Viechern recht groß ist. Ah, du darfst nicht so lange drauf bleiben. Du darfst da echt nicht so lange drauf bleiben auf den Dingern. Ich ärgere mich gerade, dass ich das... Es sah teils in einem Run, sah es so gut aus und ich habe es trotzdem verkackt. Hätte ich bei der Sandpyramide nicht gefehlt, dann hätte ich die Parawelt geschafft. Dann hätte ich echt die Parawelt geschafft. Ja, wenigstens weiß ich jetzt, dass da eine Parawelt ist. Weil ich hatte jetzt echt so nicht mehr in Erinnerung, dass da eine Parawelt war. Aber da war tatsächlich eine. Okay, das heißt, Boost bespritzen, ins Loch springen und dann ist die Parawelt offen. Die Geister am Rand wegholen. Cool.
So. Und was da? Ja, es sind blaue Münze, kann ich nicht mehr. Ahaha. Von wegen blaue Münze. Sah nur so aus wie eine blaue Münze. Aber es war keine. So, lasst uns nochmal versuchen. Nein, oh Mann. Ja, wenn du nicht springst, Mario, ist das nicht meine Schuld. Da, ich drücke. Und er springt eine halbe Sekunde später. Das ist, wie ich finde, ein großes Problem. Entweder an der Version gerade oder es ist tatsächlich so, dass Mario verzögert springt. Das heißt, ich muss auf meinem Pfad diese halbe Sekunde des Sprungs mit einberechnen, den ich gehe. Das ist jedes Mal so. Und gut, ich hatte bei Mario 64 zwar auch Steuerprobleme, aber ich hatte vom Gefühl her nicht so immense Probleme wie hier. Ach, nee. Ich sollte es lassen, da die Kamera zu drehen. Ich sollte es wirklich lieber lassen, da die Kamera zu drehen. Ihr seht, beim Sand muss man sich tatsächlich beeilen. Oh Mann, nein. Ich war zu eilig. Das war meine Schuld. Ich war jetzt echt zu eilig. Letzter Versuch. Ja, das letzte Versuch. Ich die jetzt verkacke, mich schon wieder Game Over. Ah. Mann. Ich finde diesen Mario Brothers Remix im Background ziemlich cool. Diese, ja, ich muss sagen, das ist sogar, ich würde sogar meinen, das ist eine A Cappella-Version. Oh Mann, dämlich.